So, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal gibt's Flamingos zu sehen in Cabo de Gata und dann geht's ab in die Bergwelt durch diese engen Dörfer und Schluchten und ja, ihr werdet sehen. Okay, dann viel Spaß beim Schauen. So, wir fahren wieder weiter von diesem wunderschönen Ort. Und zwar nach Cabo de Gata. Man muss leider alles rundherum fahren, weil die Piste hier, die hört irgendwann auf und da kommt eine Barriere angeblich. Die Salzsalinen von Cabo de Gata. Wir sind da hinter den Häusern. So, jetzt sind wir im Dorf Almadraba, das direkt an der Küste liegt. Wildschweine, kommen her, das ist ja Wahnsinn. Zwei riesen Wildschweine. Die Hunde verscheuchen sie. So, endlich hat Katzenfutter gefunden. Hier am Strand, alte Fischerkutter. Ich weiß gar nicht, ob die Fische gehen. Also, wir sind jetzt hier in San Miguel Cabo de Gata gelandet und schlafen hier eine Nacht. Haufen Baracken, alte Boote. Ja, der Strand. Speziell. Zum Teil wohnen Leute noch in den Hütten, habe ich festgestellt. Hier die alte, der alte Leuchtturm, oder was ist das? Wachturm oder so. Ja, hier war offenbar mal Guardia Civil drin, hä? Vor langer Zeit. Interalp. Also man kommt da sogar noch rein. Habe eigentlich keinen Fischer gesehen. Ja, da ist ein Fischer, der spannt seine Netze wieder neu. Mit seinem Hund. Haufen interessantes Zeug, ey. So schwierige Konstruktion, damit es einigermaßen reingeht. Das ist für den Hund. Muss da Wasser füllen. In diesem Teil, das undicht ist. Schön, hä? Flamingos mit dem Feldstecher. Das funktioniert, hä? So, jetzt habt ihr die auch gesehen. Und so. Mit diesem Feldstecher habe ich es gemacht und so ist es von Weitem. Herrlich. Thank you.
bin am Weiterfahren, und zwar nach Almería ins Bauhaus. Schnell und dann wieder raus. So, jetzt verlasse ich Almería. Ich bin da nur einkaufen gegangen. Und ab jetzt geht es ins Landesinnere. Da hat man sicher weniger Camper, die einem begegnen. Nochmal letzter Blick auf Almería. Ja, das heutige Ziel ist ein Stausee Richtung Granada. Und noch tanken gehen. Ja, das ist das Schreckliche hier. Ein Meer von Treibhäusern. Ja, das ist wirklich nicht schön. Das ist ja Wahnsinn. Ey. Das ist auf dem Satellit her sieht man das ganz gut, die ganze Landschaft. Uiuiui, ui, das nimmt kein Ende, du, diese Treibhäuser, das ist Wahnsinn. Ja, da kann ich nur sagen, wenn man etwas für den Umweltschutz tun will, dann isst man kein Gemüse mehr. So einfach ist das. So, jetzt geht's in die schöne Berglandschaft. Gefällt mir auch. Ja, aber auch hier Treibhäuser en masse. Jede Fläche wird ausgenutzt. So, jetzt geht es eine Serpentine hoch. Schmale Straße eigentlich. Ja, das ist wieder mal eine Serpentine, du, ne? So, jetzt geht's runter, glaub zum Stausee. So, da unten ist der Stausee von Benimar. Jetzt hoffentlich, dass man da runterkommt. Und da ist der. Ja, da ist leider gesperrt, da kommt man nicht runter, so Blödsinn, ja. Da unten jetzt eine Riesenfläche zum Stehen, aber ja, gesperrt. Jetzt müssen wir wieder zurück über den Damm da. So, jetzt müssen wir wohl oder übel zu dem, der hat mich sogar begrüßt, ich glaube, der kennt mich. So, ich habe mein Plätzchen gefunden. Bisschen gerad gestellt und mit wunderbarer Aussicht von meiner Hexitzgruppe auf diesen schönen See. Sonne ist schon weg. Ja, und dann macht man natürlich noch eine Sicherung, dass falls was passiert, dass der an allen Rädern habe ich das einen Stein hingetan. Nicht, dass ich da runterfliege. Jetzt ist er sicher. So, hey Angie, alles gut, hä? So, neuer Morgen und wir sind kurz spazieren gegangen. Da führt die Straße vorbei, diese schöne Landschaft. Vor allem fast keine Menschen, kein Wind. Ja, und der Stausee, wie überall. Zu wenig Wasser. Der ist ein paar Meter höher sonst. Wunderschön! Ach, ich liebe es. Da haben sie wieder Bäume angepflanzt. Super. Wir sind wieder unterwegs, quer durch die Berge. Da geht es so richtig steil runter. Ja, das Flüsslein führt sogar noch Wasser. Da ein Dorf am Berg. Ah, die Berge sind auch wunderschön.
das ist ja Wahnsinn, du. Ein Dorf abgelegen auf einem Berg. Ja, da kann man nur langsam fahren, muss das genießen. Da unten haben sie Garten, bei Hochwasser schwänzen alles weg. Was ist das? Ein Aquädukt oder vermutlich? Oh. Es ist einem schon ein bisschen mulmig. Ja, das ist sicher ein Aquädukt, da hat sich das Wasser geführt hinter den Mauern. Vor langer Zeit. Alles wieder aufgeforstet, super. Dahinter noch ein Dorf in den Bergen. Keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, da oben ein Dorf zu gründen. Oh, jetzt sind die ersten Schneeberge sichtbar. Deshalb auch das Wasser. Jetzt geht es wieder runter. Ein bisschen mulmig ist es einem schon. So, das nächste Bergdorf, Lucainena heißt das. Da muss ich immer aufpassen wegen den Kabel und Häusern. Aber es geht. Hier Kirche, eng, eng, eng. Geil. Aber es geht, es geht. Hat genügend Platz. So, ich bin durch. Bis zum nächsten Dorf. So, jetzt sind wir auf die A348. Eine größere Straße. Bisschen besser zum Fahren. Und da vorne ist das Dorf im Berg oben. Das ist mal ein schöner Kreisel. Eine der schönsten, die ich bis jetzt gesehen habe. Da gibt es eine Piste auf dem Berg, ziemlich steil. So, da gab es wohl mal einen Hangrutsch. Ja, da wird die ganze Straße saniert. Da ist, glaube ich, der Hang abgerutscht links. So, die gute Straße wieder verlassen und rechts hoch. Jetzt geht es wieder ziemlich weit hoch. So, oberhalb ist das Dorf und hier unten gibt es noch ein paar schöne alte Bäume. Die sind schon Jahrzehnte alt. So, ich habe Pause gemacht. Da gibt es einen Picknickplatz und, was sehen meine Augen, hey, fließendes Wasser. Das ist ja extrem selten in Spanien, da auch. Ja, im Norden normal, hier ist das ein, ja, schaut man es gerne an. So, ich bin jetzt in Alcúttar auf 1250 Meter oben. Für die Schweiz ist das eigentlich nichts, tönt noch wenig. Aber wenn man vom Meer startet, dann ist es doch viel, weil es geht hoch, hoch und nochmal hoch. Man nennt die Straße Junta de Andalusia. Ja, da rechts ist auch ein Nationalpark. Ob es da noch Tiere hat, vielleicht Rehe und Schweine. Da wieder ein Dorf, klein. Jufiles heißt das Dorf, Jufiles. Oh, da kommt eine Leitung runter. Die Figur ist stark, he? Da oben hat es ein paar glückliche Kühe, frei, das ist schön. Also ich bin auf der A4132. Jetzt muss ich eigentlich auf die andere Seite und zum da rüberkommen geht es jetzt ganz tief nach hinten ins Tal.
oben liegt noch Schnee, also dann ist da oben ziemlich kalt. Eine Schneeflocke, ja, ja. Da oben hat es Schnee, aber da unten längst nicht mehr. Ui, ein weißes Dorf mitten im Berge. Fantastisch, hä? Also mich nimmt's Wunder, wie das möglich sein kann, dass man hier hinten so ein großes Dorf hat, abgeschieden von der Welt. Ja, da fragt man sich, von was die leben. Hat mal klein angefangen, ein bisschen Landwirtschaft und jetzt vielleicht Tourismus. So, und damit kommen wir auch auf die andere Seite dieser Schlucht. Und das fasziniert mich, das Dorf, muss ich sagen. Da auf dem Hang oben. So, Treveles. Die leben noch vom Tourismus, so wie das aussieht. Und ich denke, die haben Schinken, speziellen, weil man sieht das immer wieder, Metzgereien, die Spezialitäten herstellen. Da gibt es auch ein Camping, für die das mögen, auf 1500 Meter, sicher kühl am Sommer. Und von da sind wir gekommen. Barranca de la Bina ist das. So, jetzt bin ich soeben in den Nationalpark Sierra Nevada eingedrungen. Hier ist das Dorf Busquisbar. Fahre ich da mal rechts ran und überhole, lass die anderen überholen. Portugos. Also wir sind wieder in einem kleinen Bergdorf. Hier gibt es Schokolade. Also Pitres heißt das Dorf, wo wir jetzt vorbeigefahren sind. Das ist ja gewaltig, wie es da runter geht. Und da wieder zwei Dörfer. Da oben kommt eine Pipeline runter, was auch das ist, du, hä? So, jetzt sind wir im Dorf und hier bleiben wir auch. Das Dorf heißt Bupio. So, jetzt geht's zu Fuß weiter. Ich suche jetzt hier irgendwo einen Parkplatz zum Übernachten. Das ist der Gemeindeparkplatz. Ja, ja. Für eine Nacht geht das auch. So, schon wieder vorbei. Aber es geht ja dann weiter. Wir machen dann eine Dorfbesichtigung. Dieses Berberdorf ursprünglich. Wunderschön, und dann geht's auch noch auf eine Reittour durch die Berge in einer Texas-Manier. Ja, das kommt dann im nächsten Video. Okay, schön wart ihr dabei, wie immer Daumen hoch und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!